So, dann guten Morgen. Also ich nutze diese Form jetzt der Unterrichtung, damit wir auch mal mit neuem Stoff weitergehen und endlich mal die formalen Sprachen hinter uns lassen. Ich hoffe, dass das jeder verstanden hat. Also worum ging es da? Grundsätzlich muss jeder drauf haben, die Chomsky-Hierarchie, also die Einteilung der formalen Sprachen nach den von Typ 0 bis Typ 3, den Aufbau einer Sprache, das Entwickeln von Worten und das Prüfen von Worten, wenn die Definition der Sprache gegeben ist. Der zweite Teil des ganzen Semesters befasst sich eigentlich mit den jetzt endlichen Automaten. Und der Begriff Automat führt schon dazu, sich vorzustellen, dass man da irgendwas praktisch bauen kann oder was. Aber es geht generell um praktisch virtuelle, also ideelle Automaten. Die kann ich zeichnen, die kann ich logisch nachvollziehen, wie auch immer. Und grundsätzlich dienen diese endlichen Automaten dazu, sie wirken als Akzeptoren, wo ich also Wörter einer Sprache prüfe und damit die Sprache selbst. So, also schreibt endliche Automaten im ersten Teil. Sind virtuell. Sie dienen als Akzeptoren. Das ist auch so ein Fachbegriff. Wir werden gleich sehen, warum. Und überprüfen also, ob Worte zu einer vorgegebenen Sprache, die dieser Automat repräsentiert. Das ist wichtig. Jede Sprache wird durch einen ganz bestimmten Automaten repräsentiert, wobei es, nur nebenbei jetzt, auch manchmal verschiedene Lösungen gibt. Die Definition eines deterministischen endlichen Automaten, also haben wir ja schon praktisch aufgeschrieben, da hat uns ja dann der Virus unterbrochen. Trotzdem beginne ich damit nochmal. Als erstes verweise ich aber auch auf die Webseite als Quelle von Tino Hempel. Ich habe es gesagt, meinem Kollegen aus Ribnitz, der die Gesellschaft der Informatiklehre hier auch im MV führt und da also ein Vorkämpfer ist und wo ich sehr gute Materialien finde. Wir haben also gesagt, ein deterministischer endlicher Automat ist praktisch ein Fünfertyp. Das erste Element wäre die Zustandsmenge. Definiert sie mal mit Z. In anderen Quellen, zum Beispiel bei Tino Hempel, verwendet man auch oft Q auf Webseiten und so weiter, aber sehr häufig werden sie als Z bezeichnet, mit dem Index also von Z1 bis Zn, je nachdem wie viel zuständig ich habe. Das zweite wäre das Eingabealphabet, das wir ja wieder brauchen, unser Alphabet der Zeichen. Ich nehme wieder Sigma. Oh, ich vergesse meine letzten Buchstaben. Ne? Weil ich weiterdenke. Eingabealphabet Sigma. Also 0 und 1 oder klein ABC oder was weiß ich, was hier möglich ist. Als drittes habe ich die Übergangsfunktion. Delta. Wo festgelegt wird, wie, oder ich kann es einfacher sagen, mit welchem Zeichen genau
ein Zustandswechsel erfolgt. Das heißt, ein Übergang von einem Zustand Z zu einem anderen. Das Beispiel nachher, oder die Beispiele werden das dann gleich zeigen. Diese Übergangsfunktion kann ich also grafisch darstellen, damit den ganzen Automaten, oder auch als Tabelle festlegen. Wir brauchen weiter den Eingangszustand oder den Anfangszustand. Entschuldigung. Anfangszustand. Und da haben wir nur einen. Ich hatte Z genommen, also es ist Z0 und verwendet hier oft dann kleine. Und die Endzustände, die Menge der Endzustände. Hier nimmt man wieder ein großes, fragt mich nicht warum. Ein großes Z, ZE. Das können mehrere sein. Und jetzt, eigentlich kann ich gleich die Definition geben. Wenn ich mit Hilfe einer Zeichenfolge aus dem Eingabealphabet von einem Anfangszustand in einen Endzustand komme, dann habe ich ein Wort, das akzeptiert wird. Ich habe der Endzustand, das Erreichen des Endzustandes ist also der Erfolg, Goal. Dann habe ich ein Wort, das zur vorgegebenen Sprache gehört. Und umgekehrt kann ich natürlich Worte entwickeln und daraus, wie wir es bei den formalen Sprachen gemacht haben, auch Schlussfolgern, was ist überhaupt die Sprache? Welche Worte gehören zur Sprache? Was stellt die Sprache dar? Okay. Ja. Das Beispiel soll es zeigen, ich habe mir einfach mal eins rausgesucht, eine Sprache L, die alle Dualzahlen darstellt die durch 4 teilbar sind. Eine klassische Aufgabe, weil die häufig verwendet wird. Auf Webseiten findet man die als Einstieg und so weiter. Sie war in Mecklenburg-Vorpommern Abitur 2005. Sie war, ich verrate hoffentlich nichts Falsches, auch schon mal Prüfungsaufgabe in einer mündlichen Prüfung hier an der Schule. Also, wir müssen als erstes herausfinden natürlich, was sind Dualzahlen? Das ist klar, das Alphabet ist 0 und 1. Was ist das Besondere an durch vierteilbaren Zahlen. Probieren wir einfach mal die Liste aufzuschreiben. 0 ist durch 4 teilbar. Ich schreibe mal dual hin und den Dezimalwert ist natürlich auch 0. Was ist noch durch 4 teilbar? Die 4. Zurück also in Klasse 10, wo wir das ausführlich hatten. Die Werte stehen ja für 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und so weiter. Ich brauche hier nicht auffüllen auf ein Byte, sondern ich habe beliebig lange Dualzahlen. Das heißt, 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch zum Quadrat, 2 hoch 2 ist 4. Die nächste Zahl wäre die 8, die durch 4 teilbar ist. Jetzt kann ich natürlich weiterdenken, wenn das 2 hoch 2 ist, ist das 2 hoch 3, also die 1. Jetzt fehlt ihr mir hier als Klasse, also das würde ich natürlich jetzt die Fragen umlenken. Die 12 wäre also nichts anderes als 8 plus 4. Die 16, die wieder durch 4 teilbar ist, ist nichts anderes als die 16, nämlich 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. 0, 1, 2, 3, 2 hoch 4. Und die nächste wäre die 20. 20 durch 4 ist 5.
Also die 20 wäre nichts anderes als die 16 und die 4. Und so weiter. Das mache ich jetzt, damit das visuell vorstellbar ist. Denn die Frage war ja, was ist das Besondere an Dualzahlen, die durch 4 teilbar sind? Das erkennt sicherlich jetzt jeder. Es ist das Besondere, dass hinten... Oh, entschuldigt. Zwei Nullen stehen. Mindestens zwei Nullen stehen. Das wäre. Also hinten stehen mindestens zwei Nullen. Das könnte ich jetzt so weitertreiben. Das könnt ihr zu Hause mal ausprobieren. 24 wäre also nichts anderes als 16 plus 8. Und so weiter. Mindestens zwei Nullen stehen hinten und dann wäre das nächste jetzt 28, 32 und so weiter. Das kann man auch. 28, da würden zu 24 wieder die 4 dazu kommen. Wenn ich 3, 1, also von rechts 0, 0, 3, 0, 1 und so weiter. So, jetzt die Frage: Wie kriegen wir ein Automat aus diesen fünf Elementen gebaut, der praktisch so funktioniert?